meine süßen Schweinchen. Heute gibt's eine Alltags-Make-up-Routine, ein Get Ready With Me. Und ja, ich habe das jetzt schon länger nicht mehr gemacht und ich dachte mir so, wird vielleicht Zeit, dass ich das mal wieder mache, weil sich an meiner Alltags-Make-up-Routine ein bisschen was verändert hat. Ich schminke mich nicht mehr so krass oft. So wie jeden Tag schminke ich mich gar nicht mehr, weil ich das gar nicht einsehe, brauche ich auch gar nicht, weil ich meine, ich bin nicht jeden Tag voll unterwegs, deswegen nein. Aber wenn ich mich schminke, dann seht ihr jetzt in diesem Video, wie ich mich dann fertig mache und wie ich mich schminke. Viel Spaß! Ich mache mir dann erst immer noch so einen Zopf und nehme dann diese Nivea-Creme. Das ist die geilste Creme, die habe ich schon seit Jahren, wirklich seit Jahren benutze ich die. Primer und so benutze ich alles gar nicht. Wenn ich das getan habe, dass ich mir die Creme eingerieben habe und dann ein paar Minuten gewartet habe, kommt dann der gute Friend hier. Das ist ein, ich nenne es Blistix, viele sagen Blistex oder so, aber ich sag Blistix, weil es, okay, Blistex wird geschrieben, aber ich sag trotzdem Blistix, okay? Lasst mich in Ruhe. Der ist voll geil. Ja, gut. Reden, während man sich was auf die Lippen drauf schmiert, ist jetzt nicht so, ne? Aber ich kann den nur empfehlen. Der ist so geil. Der hat so einen Kühleffekt auf den Lippen und der ist richtig. Der ist richtig geil. So, dann kommt die gute Freundin hier. Und zwar ist das hier von Catrice, das Make-up. Ist leer. Ich habe mir immer noch kein neues geholt. Müsste ich jetzt eigentlich mal machen. Weil ich muss. Ich kann das hier nicht mehr, weil das hat hier so ein. Wie nennt man das dann nochmal? Dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Upsi. Muss ich das so machen? Ich habe hier meinen Beauty Blender. Muss das hier so drauf kippen. Ich hasse es, aber was soll ich machen? So. Und dann irgendwann läuft es halt. Ja, da kommt nicht so viel. Ja. Gut. Da tupfe ich mir erstmal hier so hin, ne? Und dann arbeite ich das halt einfach ganz normal wie immer ein. So, nach dem Make-up kommt dann hier, ja, ich spreche wirklich Make-up aus, aber ich weiß ja natürlich, dass es Make-up heißt, aber ne? Einfach nur so just for fun. Von Catrice diesen Concealer her, der ist richtig, richtig gut. Den habe ich vor einem Jahr, glaube ich mal, ausprobiert. Ich habe den so gesehen, so wie das Make-up. Na, obwohl das Make-up, das benutze ich jetzt schon so seit ungefähr 2 Jahren. Den habe ich vor ungefähr einem Jahr mal entdeckt und ich dachte mir so, probieren wir einfach mal aus und lieben wir auf jeden Fall. Der ist richtig, richtig gut. Also, nachdem ich dann meinen Concealer drauf gemacht habe, kommen meine Augenbrauen. Jetzt muss ich nur meinen Augenbrauenpinsel kurz suchen, weil ist ein bisschen weg, ne? Mein Augenbrauenpinsel, der Dünni-Dünni-Pinsel. So, dann habe ich hier, jetzt muss ich das alles noch auf meinen Schminktisch rausholen, weil ich es vergessen habe, vor dem Video das zu machen. Ja, gut. Ich habe einfach auf Aufnehmen gedrückt. Nämlich hier die Palette, die ist schon super, super alt. Aber das sind halt so Brauntöne drin, wo eigentlich sehr gut für die Augenbrauen sind. Ich benutze immer noch Lidschatten für meine Augenbrauen, ja. Da gehe ich aber zurzeit in das Dunkle hier oben. Also das ist eigentlich schwarz, aber es ist sehr, sehr dunkelbraun eigentlich. Die benutze ich zurzeit für meine Augenbrauen, weil meine Haare sind noch schwarz. Weil ich mir die blau-schwarz gefärbt habe, meine Haare. Erst vor kurzem. Das sieht komisch aus, wenn ich dann so etwas hellere Augenbrauen habe und dann, naja, gut. Ich gehe auf jeden Fall in die dunklere Farbe. Manchmal kriege ich es gut hin, meine Augenbrauen zu machen. Manchmal nicht, aber für alle, die mich länger kennen oder vielleicht auch privat kennen, die wissen genau, ich mache nie so ein großes Ding durch meine Augenbrauen, über meine Augenbrauen. Gar nicht eigentlich. Ich tue das einfach nur ein bisschen übermalen. Du halt schauen, dass es
ansatzweise gut aussieht. Aber ich mache da nicht so ein großes Ding bei Augenbrauen, eigentlich wirklich gar nicht. Weil Augenbrauen, das, nee, finde ich nicht so wichtig. Vielleicht komme ich ja irgendwann mal auf den Trichter, dass ich mir die mal so richtig mache, wie die alle da, aber brauche ich nicht. Ich lege lieber mehr Wert auf meinen Lidschatten und auf mein Augen-Make-up, wie auch immer. Aber Augenbrauen, das ist mir eigentlich so ziemlich relativ egal. So, dann muss ich meine andere Palette jetzt mal rausholen, weil es kommt der Lidschatten dran. Und dann nehme ich zurzeit hier von meiner Huda Beauty Palette. So, hier. Und dann nehme ich dann diese Farbe und die heißt Amethyst. Diese Lila heißt einfach Amethyst. Oh mein Gott! So wie mein Lieblingskristall, der heißt auch Amethyst. Einfach geil. Passt einfach. Und ich liebe diese Farbe, ne? Da trage ich die halt so ein bisschen so auf, ne? Also, dass man auf jeden Fall das Lila sieht. Auf jeden Fall mache ich das dann so. Moment, ich muss hier Platz machen. So. Ich fange an und gehe dann so quasi hoch, dass ich wie so ein Baby-Eyeliner ziehe. Ich weiß nicht. Also, ist kein Eyeliner, aber hier geht bei mir immer viel daneben. Da muss ich dann nochmal mit einem Concealer, mit meinem Make-up-Schwamm hin. So. Dann mache ich einfach wie so ein Mini-Wing. Man sieht so. So ein Mini-Wing. A Wing-Wing. A Winkle. Okay. So. Dass es ungefähr so aussieht. Auf beiden Augen. Das mache ich jetzt noch schnell hier. Und dann tue ich jeweils noch in die Lidfalte so ein bisschen so einen bräunlicheren Ton rein. Das habe ich letztens ausprobiert und ich fand das super nice. Deswegen mache ich das jetzt einfach auch immer. So, dass halt ungefähr gleich ein bisschen aussieht. Gut, dann muss ich noch ein bisschen verbessern, aber das kann ich ja jetzt dann noch machen. So, ich habe das jetzt noch mal ein bisschen besser verarbeitet. Es sieht immer noch nicht gleich aus, aber das tut es bei mir nie, weil, wie gesagt, dieses Auge ist irgendwie komplett anders. Ich weiß auch nicht. An dem Auge bekomme ich alles besser hin. Egal. Doch, doch. Das wird was. Das wird was. Kann man mitarbeiten, ne? Dann ziehe ich das hier noch ein bisschen mit der Farbe. Yes. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten, ne? So. Dann sieht es ungefähr so aus. Und jetzt kommt noch aufs Augenlid ein bisschen Glitzer. Dann nehme ich hier von dieser Palette einmal dieses Glitzer hier. Das Glitzer heißt Twilight. Und da gehe ich in die Farbe rein und vermische das vielleicht noch ein bisschen mit dieser Farbe hier. Also ich muss sagen, bei mir ist es nicht immer so, dass ich immer jetzt so diese Farbe mache. Ich mache manchmal jetzt auch andere. Manchmal mache ich dann auch mal wieder Brauntöne. Oder ich hatte auch schon mal Blau oder Pink oder halt Lila oder das jetzt. Das ist eher kein Lila mehr. In der Kamera sieht es ein bisschen anders aus als in echt, aber okay. So, jetzt kommt der Teil, wo ich mir Eyeliner dran mache. So, und dann nehme ich diese Palette hier, eine andere Huda Beauty Palette. Und hier gehe ich in dieses Schwarz. Dieses Schwarz ist sehr, sehr gut, das ist sehr pigmentiert. Und damit ziehe ich meistens immer meinen Eyeliner. Dann ziehe ich das so ganz leicht nach oben hier und mache dann den chilligen Lidstrich. Manchmal ist der mal ein bisschen dicker, manchmal mache ich den dünner. Ganz unterschiedlich. Heute mache ich den vielleicht mal ein bisschen mehr als sonst, ne? So. Dann dippe ich noch mal ein paar Mal rein und streiche das noch mal ein bisschen, damit das halt richtig schön zu sehen ist. Immer wenn ich irgendwas mit Eyeliner mache, muss ich ganz still sein, weil ich mich so konzentrieren muss, bevor ich es verkacke. Oh, das läuft ja hier hinter. Bäh. Also ich weiß nicht, ob ich mir den noch mal kaufe, weil der ist so anders umständlich. So quasi.
hab's geschafft. Okay. So, mache ich da noch so ein extra Highlight hin. So sieht das Ganze dann in etwa aus. Und so mache ich zurzeit meine Alltags-Make-up-Looks. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wenn ich in die Stadt gehe, wenn ich, keine Ahnung, mich mit Freunden treffe oder. Da mache ich das dann genau so. Ich mache dann aber gleich noch die Wimpern hin. Moment, bevor ich die hinmache, ich zeige dir jetzt nochmal, welche ich davon benutze. Ich zeige jetzt mal das neue Paar, weil ich habe hier ein älteres Paar, aber die Verpackung und so sieht dann nicht mehr so geil aus. Und zwar benutze ich die von Essence. Die sind noch frisch verschlossen. Die hatte ich eigentlich mal vor, mal aufzumachen, weil meine anderen hier, die habe ich jetzt schon seit über einem Jahr oder so. Und so langsam müssen die mal ausgewechselt werden. Aber diese Wimpern benutze ich von Essence und die sind richtig geil. Die sind, vor allem, die fühlen sich auf dem Auge halt auch so leicht an. Du merkst die gar nicht. Die sind richtig leicht und die sehen richtig geil aus. Deswegen, meine Lieblingswimpern sind auf jeden Fall die hier von Essence. So, die Wimpies habe ich jetzt draufgeklebt. Und Augen sind fertig. Jetzt fehlt nur noch Lippen. Wie man schon sieht, ich muss mir irgendwas anderes mit meinen Augenbrauen einfallen lassen, weil ich finde das gar nicht geil so. Ich muss mal lernen, die mal ein bisschen anders zu machen. Ich muss mal ein bisschen zu Hause ausprobieren, wie ich das machen könnte, was ich da noch anders machen könnte. Das gefällt mir so nicht. Das habe ich seit Jahren so. Und nee. So, jetzt kommen die Lippen und zwar nehme ich da meistens den hier. Ich finde aber zu meinem heutigen Augen-Look passt die Farbe nicht so ganz. Und so habe ich hier so eine kleine Lippenstiftpalette. Das ist eine Lippenstiftpalette und zwar von, Moment, auch von Catrice. Die habe ich nämlich mal vor, war das 2019 oder war das 2020? Ich glaube 2019 in einem Adventskalender drin. Ich überlege gerade, welche Farbe ich nehme. Die hellen Farben eher weniger, weil ich mag so helle Lippenstiftfarben nicht so. Ich glaube, ich gehe so in das hier rein. In der Kamera sehen diese ganzen Farben so krass anders aus. Das ist abnormal. Die mische ich dann noch mit der ein bisschen dunkleren Farbe nebendran. Ja, und dann trage ich das schnell auf. So, Leute, das ist jetzt der fertige Make-up-Look. Den Lippenstift mache ich nicht immer drauf, aber sonst hier. Ich habe es noch hier mit so einem ganz dünnen Pinsel. Bin ich noch hier quasi an meine Wasserlinie hin und habe noch ein bisschen schwarz hingemacht, damit es halt einfach ein bisschen vollständiger aussieht. Ja, ich mag's. Ich liebe es zurzeit, mich so zu schminken. Ich habe manchmal Phasen, wo ich es hasse, mich zu schminken, wo ich Make-up gar nicht sehen kann, aber manchmal ist das halt so. Was soll man machen? Manchmal ist das einfach so. Und ja, schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Würde mich auch mal interessieren. Mit meinen Augenbrauen muss ich mir was anderes überlegen bei Zeit. Aber naja, das sehe ich dann irgendwann mal noch, ne? Und ja, dann würde ich sagen, lass gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls du es noch nicht getan hast. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, Antenne. Ciao.